Viele Packs für die Sims 4 können mit ihren spannenden Trailern und großen Ankündigungen überzeugen, andere hingegen weniger. Bei welchen Packs konnte ich mich vor lauter Vorfreude gar nicht halten? Und bei welchen war ich bei der Ankündigung eher gelangweilt? Das klären wir in diesem Video. Ich war vor ein paar Tagen mal wieder auf YouTube unterwegs und da wurden mir tatsächlich ganz viele alte The Sims 4 Trailer vorgeschlagen, die bei mir tatsächlich dann doch so ein bisschen ein paar Nostalgiegefühle bei mir ausgelöst haben. Und so ist mir dann tatsächlich auch diese Videoidee hier gekommen. Ich wollte nämlich einfach mal so ein bisschen überlegen, welche Packs eigentlich die meiste Vorfreude ausgelöst haben und welche das tatsächlich nicht so wirklich geschafft haben. Ich glaube, um das am besten herauszufinden, ist es wahrscheinlich auch am besten, wenn wir einfach auf dem The Sims 4 YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, aber der Punkt, wo man wirklich die meiste Vorfreude hat, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall immer beim Trailer. Man sieht einfach diese Spieleszenen cool geschnitten, cool in Szene gesetzt, mit einer coolen Story im Hintergrund. Die Trailer sind natürlich immer top. War nicht immer so, also wenn ich mich daran zurückerinnere, die Sims 3 Trailer waren zwar auch sehr gut, aber manchmal hatte ich das Gefühl, die waren nicht ganz so professionell wie bei The Sims 4. Ich meine, natürlich ist der Spieleinhalt dann doch ein bisschen wichtiger, dann ist mir das doch lieber, wenn das Pack gut ist und der Trailer schlecht als andersherum. Und da wären wir auch tatsächlich schon so ein bisschen bei den Anfängen von The Sims 4. Ja, ich weiß nicht, wie lange ihr schon so dabei seid, aber ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Diese Trailer, die wir hier sehen, diese Basisspiel-Trailer, haben mir immer sehr gut gefallen, waren wirklich sehr witzig. Ich finde, die hatten nochmal wirklich so einen eigenen Charme, den es jetzt in der Art und Weise auch nicht mehr so wirklich gab. Diese Trailer waren einfach mal so richtig kurz und richtig witzig. Kennt ihr denn noch den Amber-Trailer? Den fand ich tatsächlich auch sehr witzig. Und allgemein, diese Art der Trailer hatten immer so einen lustigen Aufhänger. Es war immer irgendwas komplett Verrücktes. Und ich muss sagen, das hat bei mir tatsächlich auch wirklich sehr die Vorfreude auf The Sims 4 angeheizt. Es war ja tatsächlich am Anfang wirklich so, dass wir nur diese lustigen Trailer bekommen haben, wo man dann trotzdem keine Ahnung hatte, wie das Spiel so richtig aussieht. Kann ich mich auf jeden Fall auch noch daran erinnern. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die ersten Trailer für The Sims 4 meine Vorfreude fast am meisten aufgeheizt haben. Also später, jetzt so in der letzten Zeit, ist es tatsächlich nicht mehr so krass, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn die Packs teilweise sogar besser sind als die alten Packs. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Also auf jeden Fall eines meiner Packs, den ich am meisten entgegengefiebert habe, die mich am meisten gecatcht haben am Anfang, war direkt An die Arbeit. Allein schon dieses Lied, was ich euch jetzt leider aus rechtlichen Gründen nicht zeigen kann, Everywhere I Go von Kings and Queens, ehrlich gesagt auch wirklich ein geiles Lied, was ich auch in meiner Spotify-Playlist abgelegt habe. Aber allein schon diese Spieleszenen, es sah alles so cool aus, wie der Trailer hier reinstartet mit dieser Szene. Man sieht direkt so viel. Hier so eine Polizeistation, dann direkt eine neue Welt. Ich weiß auf jeden Fall noch, als ich diesen Trailer zum ersten Mal gesehen habe, war, glaube ich, irgendwie mitten in der Nacht oder so, wenn ich mich recht erinnere, war auf jeden Fall auch ein sehr legendärer Trailer. Vor allem immer dieses Gefühl, kennt ihr das? Wenn man so einen Trailer das erste Mal sieht und dann direkt am Anfang kommt zack, zack, zack. Hier drei Schnitte innerhalb von ein paar Sekunden und direkt 1000 neue Szenen und man fühlt sich fast erstmal im ersten Moment so ein bisschen überfordert. Das ist tatsächlich, glaube ich, was die Entwickler so ein bisschen mit Absicht machen, um da einfach so einen Hype reinzubringen. Wenn ich diesen Trailer sehe, dann bekomme ich direkt wieder Bock, An die Arbeit zu spielen. Was man sagen kann, bei The Sims 4 kam ja am Anfang wirklich sehr, 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 sehr viele Trailer. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wir haben alleine hier bei der An die Arbeit Erweiterung schon 10 Trailer, was eine ganze Menge ist. Okay, 9, wenn man jetzt diesen Livestream hier rausrechnet. Aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen mit den aktuellen Packs doch vergleichen wollen, fällt definitiv auf, dass wir da deutlich weniger Trailer bekommen. Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein, aber ich glaube, der Trailer, der mich wirklich am meisten gefreut hat, wo ich am meisten Bock auf das Pack hatte, war tatsächlich Zeit für Freunde.
alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, werden das jetzt wahrscheinlich besonders ironisch finden, weil ich ja schon öfters mal in den Videos gesagt habe, dass ich tatsächlich das Zeit für Freunde Erweiterungspack gar nicht mal so gut finde. Aber das konnte man in diesem Trailer halt einfach nicht so gut sehen. Ehrlich gesagt, was hat mich denn am meisten gecatcht? Ich glaube wirklich, wahrscheinlich wie bei jedem, die neue Welt. Es sah mega cool aus. Dann hier diese Party-Elemente. Schon dieser Schnitt hier. Ich kann es nicht in Worte fassen. Dieser Schnitt von hell nach dunkel hat mich, glaube ich, auch schon ziemlich zum Ausrasten gebracht. Allgemein die Thematik des Packs. Ich mochte den Stil. Mir hat jede Szene irgendwie richtig gut gefallen. Und tatsächlich zwischen Ankündigung und Release lagen hier halt original 3 Monate, was eine ganze Menge ist. Und ja, das Pack wurde dann ja nochmal einen Monat nach hinten verschoben. Das heißt, wir mussten auf diese Erweiterung tatsächlich 4 Monate warten, was wirklich eine ganze Menge ist. Ja, hat meiner Vorfreude keinen Abbruch getan. Also ich muss sagen, wirklich eines der meiner Lieblingstrailer. Allein einfach wegen dieser krassen Vorfreude, die ich immer hatte. Und tatsächlich haben auch die anderen Trailer sehr meine Vorfreude angeheizt. Also die Entwickler haben ja immer, bevor der Trailer gekommen ist, am vorigen Tag so einen Teaser geteilt. Und ich weiß noch, dass ich den ganzen Tag auf die Uhr geguckt habe und gewartet habe, bis denn endlich jetzt mal 19 Uhr ist, um den neuen Sims 4 Trailer angucken zu können. Das ist eigentlich so witzig, wenn ich drüber nachdenke, weil ich freue mich natürlich jetzt immer noch auf Ankündigungen. Aber es ist tatsächlich gar nicht mehr so krass wie früher. Eigentlich sogar fast ein bisschen schade. Ist es bei euch auch so? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Lustigerweise hat auch ein Accessoire-Pack bei mir die Vorfreude sehr aufgeheizt, nämlich das Gartenspaß-Accessoire-Pack. Finde ich im Nachhinein auch sehr witzig, weil ich glaube, bei mir kann EA mich einfach immer mit dem Trailer catchen. Wenn der gut ist, dann liebe ich das Pack schon im Vorhinein, selbst wenn mich das Thema gar nicht so anspricht. Aber dieser sommerliche Vibe, der in diesem Trailer rüberkommt, ist einfach unglaublich. Das haben sie wirklich sehr gut geschafft. Ich fand ja auch dieses Gartenrutschen-Objekt hier, dieses Wasserrutschen-Objekt eigentlich sehr cool. Jetzt im Nachhinein finde ich das Pack natürlich auch noch ziemlich cool, aber ist jetzt nicht eines, was ich auf jeden Fall noch im Spiel haben muss, obwohl ich es tendenziell wirklich mag. Doch die einzelnen Szenen fand ich auf jeden Fall wirklich sehr cool. Auch witzig, im Trailer fällt gar nicht so wirklich auf, dass diese Vögel im echten Spiel eigentlich ganz komisch animiert sind und leider ziemlich merkwürdig aussehen. Das sieht man hier in diesem Trailer gar nicht so gut. Aber allein schon, dass der Sim hier von diesem Vogel angegriffen wird, schon solche Sachen fand ich in diesem Trailer so genial, dass ich mich einfach die ganze Woche auf dieses Accessoire-Pack gefreut habe. Weiter geht's. Ich glaube, wir müssen den Elefanten, beziehungsweise in diesem Fall den Hund im Raum ansprechen. Ein Pack, was mir ebenfalls sehr zugesagt hat, war tatsächlich die Hunde- und Katzenerweiterung. Ich weiß auf jeden Fall noch, dieser Trailer wurde auch vorher geleakt. Und als ich schon diese Anfangsszene gesehen habe mit dem Hund, war ich, glaube ich, schon komplett zufrieden. Ich habe mich immer gefragt, wie die Tiere in The Sims 4 aussehen werden und es dann so vom einen auf den anderen Schlag komplett live animiert zu sehen, ist halt tatsächlich irgendwie ein witziges Gefühl. Also ich würde mal behaupten, die Hunde- und Katzenerweiterung ist ja bei jedem Sims-Spieler relativ hoch im Kurs, aber ja, ich muss sagen, in The Sims 4 war ich da fast noch am gespanntesten drauf, glaube ich, im Vergleich. Und ich glaube, ein anderes Pack, was auf jeden Fall meiner Meinung nach einen Platz auf dieser Liste verdient hat, ist auf jeden Fall die Inselleben-Erweiterung. Ich muss sagen, als wir dann so die erste, ein bisschen sommerlichere Strandwelt bekommen haben, war ich dann doch auch sehr gehypt. Gerade weil ich ja The Sims 3 Inselparadies so geliebt habe, habe ich mich dann tatsächlich sehr gefreut, dass wir dieses Thema dann nochmal so schön in The Sims 4 bekommen haben. Und vor allem natürlich wieder mit diesen tollen Welten, die dann nochmal so ein bisschen mehr Details haben als noch in The Sims 3. Das war die perfekte Kombination für mich. Und im Trailer haben wir dann ja auch viele Sachen gesehen, die es in der The Sims 3 Version schon gab. Und auch sonst hat dieser Trailer einfach wirklich eine coole Story erzählt. Allgemein auch wieder dieser Umweltansatz, den sie hier in diesen Trailer gebracht haben, fand ich zu dem Zeitpunkt sehr cool. Ich dachte, da kommt ganz viel neues Gameplay mit dazu. War jetzt ehrlicherweise nicht ganz so viel, wie ich da mir erhofft habe, wie ich erwartet habe. Aber ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein ist auf jeden Fall wirklich ein sehr gut gemachter Trailer. Das Pack hätte vielleicht an manchen Stellen noch so ein paar kleinere Gameplay-Anpassungen bekommen können. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber vorfreudenmäßig sehr stark bei mir tatsächlich.
Und als letztes möchte ich hier an der Stelle nochmal den Ab ins Schneeparadies-Trailer durchlaufen lassen, der meiner Meinung nach tatsächlich richtig gut zeigt, dass man bei den Trailern ja nicht immer so drauf achten soll. Manchmal kann der Trailer sehr gut sein und das Pack letztendlich nur so mittel. Und so ist es meiner Meinung nach auch bei diesem Pack. Also ganz ehrlich, dieses Schnee-Gameplay sah so cool aus. Es sah so witzig aus. Ich wollte es unbedingt ausprobieren, wie das so bei den Sims funktioniert, weil es das vorher in der Art und Weise ja noch nie gab bei den Sims. Plötzlich konnten wir mit unseren Sims hier Schlitten fahren gehen und snowboarden. Es war total verrückt. Und ich muss sagen, das hat mich da auf jeden Fall sehr gecatcht. Auch diese Szene war natürlich auch sehr witzig. Allgemein, dieses Schnee-Feeling war auf jeden Fall wirklich sehr cool. Allgemein, ich hatte richtig Bock auf dieses Pack, aber letztendlich muss man ja leider zugeben, dass es wieder so ein, sagen wir mal, ich nenne es jetzt einfach mal Deko-Pack ist. Es gibt Sachen zu tun, aber du schaust deinen Sims hauptsächlich eher dabei zu, wie sie coole Sachen machen. Und das ist halt meiner Meinung nach immer nicht ganz so spannend und mag ich persönlich nicht so gerne. Das sieht man aber natürlich in diesem Trailer nicht. Also, dass man hier dann gar nicht so viel zu tun hat, konnte man sich zwar irgendwie denken, aber ich glaube, bei mir im Kopf haben eher die Szenen vom coolen Winter, der Action hier, die hier so abgeht, dann doch ein bisschen überwogen und haben das ein bisschen überdeckt. Aber tatsächlich, Trailer, ordentlich Vorfreude, letztendlich nur so mittel. Damit wären wir auch tatsächlich am Ende von diesem Video angekommen. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie mal ganz witzig, so ein bisschen darüber zu reden, welche Packs mich so am Anfang am meisten gecatcht haben. Es waren ja auch einige dabei, die dann am Ende doch nicht so gut waren, wie ich es eigentlich gedacht habe. Das geht aus den Trailern gar nicht so doll hervor. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Packs ihr auf diese Liste gepackt hättet und inwieweit ihr mir so bei meinen Punkten zustimmt. Das fände ich auf jeden Fall sehr witzig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass demnächst mal wieder vielleicht eine große Erweiterung kommt, wo ich auf jeden Fall auch wieder so richtig Vorfreude habe. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, dann würde ich mal sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder. Also dann, bis zum nächsten Video.